Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kampfkunst Lifestyle. Heutiges Thema wird vor allem der Nahkampf sein. Denn das ist tatsächlich die Distanz, die euch am meisten auf der Straße begegnen wird und die auch am meisten von euch abverlangen wird und die auch am effektivsten ist, um das Ganze zu beenden. Denn wie es im Ring auf Matten oder im Käfig zugeht, ja, ein Distanzspiel auf Weite, wo man versucht, hier irgendwelche Treffer zu machen, um runterzukommen oder was weiß ich, auch alle möglichen Kombinationen abseift. Ich habe heute leider nicht die Möglichkeit, einen aktiven, lebendigen Partner von mir zu haben. Wir müssen leider heute mit dem Dummy vorlieb nehmen. Heißt aber nicht, dass ihr eure Fertigkeiten nicht trotzdem stärken könnt. Was das allererste und das allerwichtigste für euch ist, ist es nicht, ja, zu überlegen, wie ist sein Kampfstil, ja, denn viele aus dem Kampfsport machen Folgendes, die starten nämlich vor einer Analyse, die schauen sich Videos an, die gucken, wo seine Schwächen liegen und man versucht seinen Gameplan irgendwie zuvorzukommen. Alles das hast du auf der Straße nicht, denn auf der Straße kennst du meistens den Angreifer überhaupt nicht und weißt nicht, was er kann und was er nicht kann. Du musst jetzt nicht zuallererst wissen, welche Kombination am besten funktioniert. Ja, es ist auch nicht wichtig, jetzt ungefähr den Gegner zu kennen. Das hatten wir ja gerade schon das Thema. Und vor allem ist es jetzt auch gerade nicht wichtig zu schauen, wie deine Kondition, auf welchem Level sie steht. Ja, sondern wichtig ist es jetzt erstmal, und das ist das Allerwichtigste, dass ihr erstmal einen Überblick euch verschafft. Und ein Überblick heißt, die Nervosität, die Adrenalinausschüttung unter Kontrolle zu bekommen. Und das Ganze tue ich mit simplen Tricks. Das heißt, seid ihr auf der Straße in einer Stresssituation, versucht etwas zu nehmen, was euch Sicherheit gibt. Ja? Unsicherheit ist jetzt der größte Fehler am Platz, also das könnt ihr jetzt gerade gar nicht gebrauchen, sondern ihr steht, wenn hier, und macht euch Merkmale. Zum Beispiel, ihr fangt an zu analysieren. Augenbrauen, Augen, Lippe, Bart, Käppi-Träger, Kapuzenpullover, welche Farbe hat der Kapuzenpullover und alles das in dieser Stressentwicklung. Ihr müsst aus dieser Gefühlsebene raus. Das ist ganz, ganz wichtig. Des Weiteren hat das immer noch einen ganz schönen Vorteil, denn wenn es dazu kam, ja, und er vielleicht auch der Stärkere war oder noch Leute dazu holte oder was auch immer, seid ihr diejenigen, die denn durch die Analyse im Vorweg auf jeden Fall schon mal eine gute Täterbeschreibung habt. Das bedeutet zuallererst, versucht ihr euch mit einer Analyse runterzubekommen. Denn wenn wir anfangen, etwas systematisch aufzubauen, gibt uns das Sicherheit. Viel schlimmer als in einer Situation absolut ausgeliefert zu sein. Ich weiß nicht, was kommt, denn der Mensch fürchtet immer nur das, was er nicht kennt. Und in dem Augenblick müsst ihr Ruhe bewahren. Ihr fangt an, den Gegner zu analysieren, den Angreifer. Ja? Der nächste Schritt ist es für euch, eine vernünftige Deckungsarbeit aufzubauen. Ja? Das heißt, ich stehe jetzt nicht so da und warte nur darauf, dass ich jetzt hier eine ballern kann. Natürlich ist der Weg frei und wir reden hier von einem unmittelbar bevorstehenden Angriff. Ja, auch über Angriff, STGB, BGB und alles Mögliche haben wir schon 1000 Videos drüber gemacht. Brauche ich nicht wieder alles rauskramen, könnt ihr gerne mal auf meinem YouTube-Kanal ein bisschen rumscrollen. Aber wir haben ja einen unmittelbar bevorstehenden Angriff. Das heißt, ich weiß, es wird hier zu etwas kommen. Dementsprechend kann ich natürlich auch vorher agieren, wenn ich weiß, es wird jetzt gleich angegriffen. Ja, natürlich nicht, wenn das Ganze sich vielleicht sogar deeskalieren könnte. So, aber wir reden hier vom Deckungsaufbau. Das heißt, ich stehe nicht hier und baue hier eine Deckung auf, weil das macht ihn noch aggressiver und er wird sehen, okay, Alter, wir schlagen uns gleich um Zivilisten drumherum, die mit gar nichts Außenstehende, mit nichts zu tun haben, wissen nicht mehr, wer ist denn derjenige, der jetzt angefangen hat und wer ist derjenige, der hier eigentlich den Stress gar nicht möchte. Deswegen von vornherein ganz wichtig, eine vernünftige Deckungsarbeit aufbauen. Das heißt aber auch nicht, sich hier zu lang zu machen und sagen, hey, stopp, ich will keinen Ärger, ne? Ihr gebt ihnen hier einen Henkel zum Ziehen, da rennt ihr in die Kopfnuss rein oder aber er schubst sie weg, ihr kriegt hier eine geballert oder was auch immer. Ja, also auch nicht Ziele schenken. Ich baue ein Fenster auf, ein Fenster. Ja, dieses Fenster hier ist es, was ich mir aufbauen möchte. Das heißt, die Daumen sind ungefähr bei den Augen, nicht zu tief. Denn ist das Ganze wieder zu tief, eine Aktion ist immer schneller als eine Reaktion. Sollte sein Schlag kommen, wird diese Reaktion länger brauchen als seine Aktion. Ja, aber von oben nach unten ist das weitaus schneller und vor allem ist hier schon alles im Weg. Und das Ganze sieht auch noch beschwichtigend aus. Hey, kein Bock auf Stress, mach das nicht zu weit vorne, mach das nicht zu weit hinten, sondern schön in der Mitte. Ja, und hier reden, versuchen zu beruhigen, aber insgeheim habt ihr hier eure Angriffslinie. Das heißt, nicht Verteidigungslinie,
Angriffslinie. Ihr könnt nicht verteidigen, ja, und hier immer nur abwehren, sondern ihr müsst auch angreifen, um das Ganze dann nachher erfolgreich zu bewältigen. Ganz wichtig auch für euch als nächstes ist es, ja, auch wenn hier oben gerade ganz viel passiert, ja, wir haben ja schon den Trick gemacht mit den Analysieren, aber ganz oben passiert jetzt ganz viel, weil er versucht euch psychisch natürlich auch runterzukriegen. Das ist ein Dominanzverhalten. Das heißt, er wird zeigen, was er für Eier hat, er wird labern, er wird euch zudichten, wen er schon alles zusammen und keine Ahnung, ja. Lass ihn ruhig labern, aber ein Ohr rein, anderes Ohr raus. Lasst euch davon nicht beeindrucken. Und das ist jetzt das Allerwichtigste, auch wenn hier oben gerade ganz viel passiert durch sein Gelaber und sein Aufgebäume. Ja, achtet mal ein bisschen drauf, was unten ist, weil die meisten, die oben so viel Stress machen, stehen unten ziemlich breitbeinig. Und wozu hier lange irgendwelche Öffnungen suchen, wenn ich das Ganze sehe, ist hier und alles ist schon vorbei. Ich habe hier jetzt den Ellbogen nachgesetzt, das ist ein FF-Ding, das heißt, bei mir im SWS trainiert man es so, dass ich einfach die Aktion und Reaktion des Körpers kenne. Trete ich oder schlage ich oder mit dem Knie hier zum Unterleib, wird er unwillkürlich nach vorne kommen. Alles, was so Brustbeinhöhe ist, ja, schiebt ihn nach hinten, alles, was unten ist, drückt ihn nach vorne. Das heißt, wenn ich zum Unterleib komme, wird er sich nach unten beugen, einfach aus der Schockposition und hier kommt der Ellbogen direkt hoch. Ja, in den meisten Fällen ist es hier dann auch schon vorbei. Also beobachtet vor allem, wie ist sein Stand. Die Situation ist jetzt vollkommen außer Kontrolle geraten und das hier alles, ja, ist überlaufen worden und ihr seid schon in so einer Art Clinch-Arbeit. Ja? Denn achtet bitte immer darauf, dass euer Kopf schön vorne ist. Ja? Lasst ihn nicht im Spielraum, weil im Spielraum, boop, habe ich das Ding drin, im Spielraum, boop, hätte ich sogar die Schulter drin, einen Ellbogen, was auch immer. Kopf also beim Clinchen schön ran. Ja? Ihr könnt das Ganze auch immer mit Heben, Schlagen machen. Das heißt, ich hebe meinen Kopf weg, komme hier raus. Okay? Dasselbe kann natürlich auch hier sein, komme hier wieder raus. Ja? Versucht das mal so ein bisschen zu trainieren. Kopf ist dran, könnt ihr am Dummy sehr gut machen. Und jedes Mal, wenn er weg ist, folgt eine Aktion. Sei es ein Ellbogen, ja? Sei es von hier aus vielleicht auch ein Kopfstoß, ja? Sei es von hier aus auch ein Schlag, was auch immer. Ja? Sei es von hier aus auch ein Knie. Aber versucht, ja, erstmal im Clinch zu sein. Und wenn er sich sowieso wegzieht, viele, die im Clinch sind, versuchen sich hier zu lösen. Gebt ihm kurz die Energie, rückt ihn dann wieder ran. Oder im Clinch lösen, gebt ihm kurz die Energie, ihr kommt dann kurz hier wieder raus. Ja? Ihr könnt diesen Schlag nutzen, ihr könnt in dem Augenblick agieren. SV ist weitaus leichter und einfacher als Kampfsport. Okay? Liegt einfach daran, dass ich auch Primärziele hier attackieren darf. Es hat seine Gründe, warum in Kampfsportarten, im Regelwerk oder auch Wettkämpfer bestimmte Ziele nicht angreifen dürfen, weil die Verletzungen zu hoch wären und der Kampf auch zu früh endet. Das heißt, von vornherein, sei dir, egal in welcher Position du dich befindest, deiner Ziele bewusst. Ja? Ob es der Unterleib ist, ob es irgendwo die Augen sind, ob es das Gleichgewichtsorgan mit dem Trommelfell ist, ja, schön reinhauen, oder ob es der Kehlkopf ist, ob es Kinnspitze, Kiefer sowieso als Knockout-Punkt, den Kampfsportler auch nutzen. Vor allem aber auch sehr gefährlich der Hinterkopf. Ja. Daher haben wir hier auch Möglichkeiten, ganz anders zu arbeiten. Das heißt, seid ihr auch immer den Primärzielen bewusst. Nicht nur Sekundärziele, die wir für uns als Fauler eher im Kampfsport sehen. Für uns sind also Primärziele im Kampfsport sind für uns Sekundärziele. Und Primärziele sind die Ziele, die die Kampfsportler im Käfig, im Ring oder auf der Matte nicht anwenden dürfen. Kleines Beispiel, ja, sollte er faken, tut als ob er oben kommt und kommt dann aber zum Double Leg Takedown. Denk dran, der Hinterkopf ist da. Ich kann hier sofort agieren mit dem Ellbogen auf den Hinterkopf. Alles Sachen, die im Kampfsport halt, wie gesagt, nicht erlaubt sind. Ihr könnt das Ganze dann wunderbar auch trainieren. Das Training eines SVlers, also jemand, der Selbstverteidigung ausübt, gerade im Nahkampfbereich, sieht komplett anders aus als beim Kampfsportler. Natürlich üben wir alle irgendwo Schläge und Tritte, ja, aber ich versuche natürlich hier in erster Linie effektive, kurze Treffer zu setzen. Okay? Das mag sein, wie das Knie unten, ja, das mag sein, wie beim Muay Thai, kurze Ellbogensetzer, ja, aus dem Bereich, dass ich sofort weiß, ey, ich will keinen, er kommt mir aber zu nah, dass ich sofort handeln kann und sofort hier in den Ellbogenbereich komme. Dass ich natürlich aber auch, ja, weiß um seine Arme, gerade wenn er anfängt, irgendwie einen Ringkram zu machen, dass ich halt einfach weiß, da ist der Kopfstoß sofort drin. Ich muss um den Kehlkopf Bescheid wissen, ich muss um die Augen Bescheid wissen und ich muss natürlich über das Trommelfell und den Hinterkopf Bescheid wissen. All diese ganzen Sachen werde ich mir aneignen und dementsprechend auch trainieren, diese Ziele anzuvisieren und zwar so effektiv wie möglich. Ein weiterer sehr wichtiger und vor allem auch sehr effektiver, deutlicher Aspekt ist es,
hier zu arbeiten. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe direkt das Auge getroffen, aber nicht einfach nur mit der Hammerfaust, sondern ich hatte hier einen Kugelschreiber in der Hand. Ich weiß, mag in erster Linie brutal klingen, aber für die Frau, die in den Wald geschleppt wird, vergewaltigt wird und vielleicht sogar ja, ein Tötungsdelikt danach folgt, ist das hier wohl der mildeste Umgang, den sie machen konnte, um ihr Leben zu schützen. Denn der gute Knabe läuft zwar rum wie Captain Hook, ja, mit einem Auge, aber er lebt noch. Okay? Das heißt, von vornherein haben wir in der SV auch immer die Möglichkeit, Gadgets zu benutzen. Sei es ein Schlüssel, ja, oder in dem Fall bei mir auch zum Beispiel ein Komutan mit daran. Ja, das heißt, Gadgets auch immer sehr, sehr geil. Und ihr könnt dort auch diese in jeglicher Art und Form nutzen zur Selbstverteidigung. Ich möchte dieses Video aber auch nicht zu lang gestalten, aber noch auf einen sehr, sehr, sehr wichtigen Aspekt mit euch einmal eingehen. Und zwar der Aspekt dessen, was danach kommt. Ja, ein Selbstverteidigungslehrer mag dir vielleicht zeigen, was tust du, wenn ein Schwinger kommt, was tust du, wenn eine Gerade kommt, was machst du, wenn du doppelt gewürgt wirst, wie arbeitest du in bestimmten Positionen und reagierst bei bestimmten Aktionen. Was aber oftmals vergessen wird, ist die psychologische Aktion, die folgt. Und zwar, was machst du, wenn du jetzt hier erfolgreich warst, dein Angreifer blutend auf dem Boden liegt, er dich vielleicht sogar kennt, du abgehauen bist und in den nächsten 3 Stunden vor deiner Tür 10 Leute stehen. Oder du nicht mehr weißt, welche Bahn oder Bus du steigen kannst, ohne den nächsten Messer im Rücken zu haben. Auch das eine sehr große und wichtige psychologische Weise, die man auf jeden Fall für sich auch erstmal erarbeiten sollte. Denn der gewonnene Kampf ist immer der nicht entstandene Kampf, das ist ganz klar. Deswegen hatten wir auch immer das Vermeiden oder besser gesagt erkennen, vermeiden, erfolgreich bewältigen. Das heißt, ich muss erstmal eine Gefahrensituation erkennen. Ja? Wenn ich sie erkannt habe, sollte ich versuchen, sie zu vermeiden und im Notfall natürlich, wie wir es hier gerade so ein bisschen vorgeführt haben, erfolgreich bewältigen. Ja? Das heißt, was das Ganze schon mit dir macht, ist es eine ganz andere Auffassungsgabe, eine Beobachtungsgabe. Ja, du solltest dir antrainieren, vielleicht schon von vornherein Gefahrenquellen zu erkennen, um diese auch zu umgehen. Zweite Linie, die du tun solltest, ist es, dich körperlich stark zu machen. Jeden Zentimeter deines Körpers kann als Waffe eingesetzt werden. Und die solltest du auch einsetzen. Denn es ist ganz wichtig, dass, wenn es dazu kommt, du auch absolut bereit dazu bist. Und da darfst du nicht an dir zweifeln, sondern heißt es einfach, geradeweg durch, ich gehe durch das Ziel durch und muss versuchen, dieses Ziel dann auch zu bewältigen. Ja, dann darf es kein Zurückweichen, kein Schlichten, sondern wirklich dein Dominanzverhalten muss wachsen und du willst derjenige sein, der hier überlebt. Raus aus der Opferrolle, rein in die Angreiferrolle. Obwohl du gar nicht der Angreifer bist, aber nur so funktioniert es am Ende. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und schalt wieder ein, wenn es wieder heißt, Kampfkunst, Lifestyle.